Mit einem beherzten Sprung rettet sich Landwirt Hendrik Bayer von seinem Mähdrescher, als beim Ernten plötzlich Flammen aus dem Motor schlagen. Sein Bruder Christoph ist gestern Abend gerade auf dem Weg ins Feld bei Niedertal-Kaichen und sieht die Rauchsäule von Weitem. Der Mähdrescher hat Fehler angezeigt, mein Bruder ist angehalten, hat geschaut und hat die Feuerflammen aus dem Motorbereich gesehen. Hat noch den Feuerlöscher gezündet. Doch das Feuer breitet sich rasend aus durch die außergewöhnliche Hitze und den Staub. Bevor die Feuerwehr anrückt, kommen benachbarte Landwirte mit ihren Maschinen und helfen. Die Traktoren haben die Stoppeln bearbeitet, umgebrochen, haben die mit der Erde vermischt, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Wäre das nicht passiert, hätten wir einen sehr großen Flächenbrand hier bekommen. Schließlich löscht die Feuerwehr den Brand. Der Mähdrescher ist Totalschaden. Ein neuer kostet rund 300.000 Euro. Die Landwirte hoffen, dass die Versicherung den Schaden übernimmt. Jetzt steht der Mähdrescher da. Jetzt muss man sehen, natürlich, dass er wegkommt, dass versicherungstechnisch alles geklärt wird und dass das letzte Getreide noch abgeerntet wird. Aber da wird wahrscheinlich dann auch ein befreundeter Lohnunternehmer helfen, weil so schnell ist kein Mähdrescher zu bekommen. Ein halber Hektar Winterweizen ist noch übrig geblieben. Der Sachschaden ist groß. Das Wichtigste ist, es ist nichts passiert, es kam keine Person zu Schaden. Und das ist das Wichtigste. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein Defekt. Heute Morgen musste die Feuerwehr noch einmal Glutnester löschen, die sich neu entfacht hatten.